Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Bruderschaft von Nott. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier in der vorletzten Mission mit Nott angekommen. Ja, wir sind schon ziemlich weit und dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal rein hier. So, Code-Diebstahl. Alles klar, dann bin ich mal gespannt, was der gute Kane uns zu sagen hat. Zweifellos weißt, hat die GDI mit der Felderprobung ihres Ionenwerfers begonnen, trotz deines Erfolgs neulich. Unglücklich gelaufen, aber es eröffnet auch interessante Denkansätze. In dieser Kommunikationszentrale sind die Sicherheitscodes gespeichert für den Zugriff auf diese Waffe. Es ist überlebenswichtig, dass die Bruderschaft diese Codes bekommt. Sofort. Du wirst die Zentrale stürmen und uns die Codes aus den Datenbanken übermitteln. Sei standhaft, lass dich nicht beirren, egal wie hoch der Preis ist. Oh je, Leute, ich glaube, ich weiß, was das für eine Mission ist. Oh Mann. Ach, die geile Cutscene. Genau, Leute. Die geile Cutscene, ey. Ich weiß, welche Mission das ist, glaube ich. Ach, die wird anstrengend. Japp. Leute, das ist der Ionenwerfer der GDI. Genau dieses Teil. Das Ding ist schon übel, ja. Aber auch nicht so heftig. Also da hat die Bruderschaft von Nott eine heftigere Geheimwaffe hier. Oha. Was haben wir denn hier? In Ordnung. Bestätigt. Ach, ja, ja, ich glaube, ich weiß es. Bestätigt. Ach, du Heilige. Okay. Zwei Mammuts direkt mal vor die Nase gekriegt. Ja, gut. Aber die kriegt ihr, glaube ich. Die kriegt ihr ja wohl. Die beiden Mammuts. Ach du Scheiße, oder? Ne, sieht schlecht aus. Ne, nein. Oder auch nicht. Scheiße. Aber ich muss da doch irgendwie durch. Hä? Scheiße, Leute. Neustart. Ich muss die irgendwie da rausziehen. Hä? Was war das denn für ein lustiger Missionsstart hier. Ich kann mir hier natürlich nämlich unmöglich eine Basis aufbauen. Ich muss an diesen Mammuts vorbei. Das ist ja interessant jetzt. Ich muss an diesen Mammuts vorbei. Oh mein Gott. Okay. Was ist das für ein Scheiß, bitteschön, ey. Also wirklich. Was ist das denn für ein Kack? Ich muss echt an den Mammuts vorbei. Ach, warte mal, ich kann die, glaube ich, hier... Wartet mal. Ich kann die, glaube ich, hier rausziehen, oder? Die lassen sich nicht da rausziehen. Oh, Mann! Könnt ihr euch mal da wegbewegen? Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut, Leute. Alter, lasst aber den Bauhof in Ruhe, ja? Hallo? So, dann können wir da jetzt nämlich vorbei. Das ist doch mal wunderbar. Aber du wartest bitte auf den Bauhof. So, gib mir mal noch ein bisschen mehr Zeit. Zieh die Mammuts mal bitte weg. So, ich glaube, das ist so von dem Spiel gewollt, ey. Dass man hier wirklich so sneaky, der agiert. Ja? So. Hier hinten haben wir nämlich jede Menge Kohle. So. Dann zieh die nochmal weiter weg, bitte, ein bisschen. Bis ganz unten in die Ecke am besten, damit die mir hier nicht auf den Sack gehen. So, sehr schön. Gut. Ach du Scheiße! Ein Raketenpanzer, ey. Oh Mann. Gut. Raffinerie. Ha, seht ihr das?
So muss man den Anfang also machen. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Also direkt mal einen auf Sneaky machen hier. Wunderbar. Leute, dann würde ich mal sagen... Hand von Nutt, genau. Hand von Nutt. Gut, die Einheitenproduktion kommt hier hin. Danach direkt ein Flugfeld. So. Bevor es dann mit der zweiten Raffinerie losgeht. So, aber das war den Anfang überlebt haben, würde ich sagen. Speichere ich mal. So, perfekt, Leute. Gut, dann ein bisschen erkunden fahren. Das war ja wirklich mies. Der Sternfang, der war wirklich mies. Aber nicht schlimm, Leute. Nicht schlimm. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Ja, ich glaube schon. Habe ich ja eben schon gesagt, ne? Ja, das ist, glaube ich, die Kack-Mission hier. So, gut. Dann hier hin. Dann einmal einen zweiten Sammler, bitte. Tiberium-Sammler. So. Der zweite Sammler wird da... Ach, du Scheiße. Doch nicht. Ich dachte, ich wollte ihn gerade hier oben hinschicken, aber... Nee, nee. Kommt. Das gibt keinen. Das gibt keinen, nee. So. Ja, oben ist nämlich noch ein Erzfeld. Seht ihr das? Erzfeld, sag ich schon. Tiberium-Feld. Ein Großkraftwerk, Leute. Wir können die großen Kraftwerke bauen. Das ist doch schon mal mega nice jetzt. So, der Mammut, der verfolgt mich jetzt natürlich, ne? Klar. Aber nicht schlimm. So. Ja, der hat hier alles verbarrikadiert, ne? Ist klar, Leute. Gut, aber... Aber hey, ich habe schon einen Großteil der Karte quasi erkundet. Das ist schon geil. Seht ihr das? Das war der Ionenwerfer. Das ist die Basis. Das war der Ionenwerfer, Leute. Ziemlich verrücktes Ding. Und ihr seht hier, Doppelkraftwerk. Heißt, jo. Gut, das heißt den anderen Sammler? Ach, oh Gott. Naja, schickt den lieber doch nicht da oben hin. Scheiße. So, Radarzentrale. Und Obelisk des Lichtes direkt bauen. Die werde ich nämlich brauchen. Hier, schau ich das an. Da kommt er nämlich erst schon mit ein paar Meniken. Ja, kommt. Sehr schön. So, einfach drüber gefahren hier. So. Gummipanzer, du machst das schon, oder? Hä? Wo habe ich denn das Motorrad her? Okay, cool. Jo, dann. Obelisk. Zack, die Energie ist schon weg, ey. So, Leute, dann Sammlerfahr bitte hoch. Ich brauche nämlich unbedingt die Kohle hier, ey. So. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich mal wieder, dass ihr hier dabei seid. Beim guten alten Quan Conquer Remaster. So. Mach du bloß keinen Stress, Sammler. Geh einfach nur sammeln. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Und dann machen wir mal weiter. So. Ach du Heilige. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Die machen ein Dorf platt. Warum machen die ein Dorf platt? Sagt mal. Was soll das denn? Ja, dann okay, hilf denen halt mal. Dann lass die halt mal ein Dorf platt machen. Da ist eine Kirche, ne? Ich glaube, da ist Geld drin. So, Leute. Dann hier noch ein Obelisk hin. Und noch eine Werkstatt und dann war es das auch schon. Dann, kommt ein Raketenpanzer. Das ist ein Raketenpanzer, Leute. So, aber ihr geht mal bitte in Sicherheit. So. Der ist mit einem Schuss weg. Seht ihr das? So, liebe Leute, dann. Lass die halt mal das Dorf platt machen. Ja, mein Gott. Wenn sie drauf stehen. Da ist vielleicht Geld drin, oder? In der Kirche? Nee, ist kein Geld drin. Okay.
Gut. Dann halt nicht. dann macht man da oben. So. Ach, meine Güte, jetzt geh doch rein. Mensch. Du sollst hier reinfahren, Mann. So. Alles klar. Dann reparieren und... Oh, wir haben alles zur Verfügung hier. Mantel des Schweigens. Die Tarnpanzer. Werde ich mal bauen. So, werde ich einfach mal bauen. So, Leute. Aber ich kann den, glaube ich, hier auch ausbluten lassen. Boah, der hat so viel, ne? Schaut euch das an, Leute. Das ist einfach nur pervers, was der hier alles hat. Der Gegner, ey. Das ist schon richtig pervers. Hier in dem Dorf ist null Kohle, ne? So. Die beiden Mammuts, die stehen da hinten noch in der Ecke rum, ne? Na komm. So. Jetzt muss ich einfach nur Panzer bauen. Ohne Ende. Kommt da mit dem Luftangriff? Wieder auf meinen... Okay, gut. Das war nur der Turm. Alles klar. Nein. So. So, dann. Jawohl, Leute. Dann. Kann ich hier noch... Okay. So. Kann ich hier noch irgendwas erkunden? Vielleicht. Nee, sieht schlecht aus, tatsächlich. Ich weiß ja schon, wo der ist. Oh Mann, Leute. Ja, das ist nämlich eine echt happige Mission. Oh, tatsächlich. Okay, dann. Bau halt. So. Na stimmt, Silos brauche ich auch noch 2 Stück. Gut. Dann bau halt. Zack. Und, ja, nicht zack. So. Was macht er jetzt mit den Mammuts? Ich habe nichts gemacht. Was zur Hölle? Jetzt fahren die Mammuts da hoch. Oder was? Oder wisst ihr, was ich glaube? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier nur auf Gummipanzer setzen soll. Schwierig. Weißt du was? Zieh die mal hier rein. So, zieh die mal hier rein. Ach, verdammt. Na gut, egal. Hat nicht geklappt. Egal. Ja. Ich hätte mich vielleicht nicht hier unten aufbauen sollen. Ne? Verstärkungen sind eingetroffen. Gut, aber dann werde ich mich einfach mal nur hier so aufbauen. Dann ist die Kohle auch gleich schon weg. Ne? Hier oben in dem Dorf ist nämlich nichts an Geld drin. Da ist nichts an Geld drin. Die haben es einfach nur platt gemacht. Die Penner. Ja, ja. Der ist einfach nur platt gemacht. Ich warte auch. Ich warte noch auf so viele Einheiten, Leute. Das ist unglaublich. Hey, du, komm schon mal rein. Nicht da! Hier hin. So, dann hier. Ah, jetzt kommt der Panzer. Okay, dann. Ah ja, komm. Ja, komm. Mach ihn platt. Ist egal. So. Ja. Verstärkungen sind eingetroffen. Einheit verloren. So, da habe ich eben einiges an Gummipanzern. Was zur... Ah, hier, ja, okay. Dann mach das mal platt da. Los. Ich kann mich noch an diese Mission erinnern. Ja, die war heftig. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie ich das jetzt hier schaffen soll. Oh, was ist mit der Maus los, ey? Och, Leute. Die Maus ist auf einmal so empfindlich. Was ist denn hier los? Was ist denn hier mit der Maus, ey? Was ist mit der Maus? Wartet mal. Hä? Moment.
Scrollgeschwindigkeit, Scrollgeschwindigkeit. Die Maus ist auf einmal so krass hier. Na gut, egal. Dann würde ich was sagen. Boah, was ist mit der Maus? Leute. So, ja, dann. So. Boah, die Maus, die ist mir jetzt gerade ein bisschen zu empfindlich auf einmal. Auf einmal, ne? Wartet mal. Kann ich hier nicht vielleicht doch irgendwas... Mods? Nee. Tasten, Audio, nee. Irgendwas stimmt hier nicht mit der Maus. Wartet mal, Leute. Gut. Geldmittel unzureichend. Aber ich war mich ja eh gerade erst am Aufbauen, also von daher... Ja. Muss ich irgendwie darauf achten, dass es da irgendwie so komisch ist. Ey. So, dann sammel du mal bitte hier unten. Ist der nächste Tarnpanzer? So. Ja. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, fahr doch nicht wieder zu den Jeeps. So. Fahr bitte nach da oben. Ist doch viel sicherer, mein Gott. Ihr seht, der Gegner, der hat drei Tiberiumfelder. Drei Stück, Leute. Das ist so unfair. Aber gut, kommt. Ich baue mich hier weiter auf. Ich hoffe, dass nicht wieder irgendein Kack-Luftangriff jetzt gleich kommt. Der mir dann wieder meinen halben Angriff hier platt macht. Weil ihr seht, was der hier alles auffährt. Das ist schon heftig, ja. Das ist schon heftig, so. Was ist denn jetzt los? So, Leute. Gut, dann wird jetzt der Mantel des Schweigens fertig. Noch einer ist im Bau, okay. So, dann komm du direkt hier runter. So. Wir haben jetzt quasi fast das ganze Arsenal der Nord zur Verfügung, weil die Nord, die haben noch eine Sache. Eine Sache haben sie noch. Die Spezialwaffe von denen. Das ist nämlich eine Atombombe. Genau, Leute. Ihr habt sie gehört. Das ist eine Atombombe. Aber die kriegen wir, wenn wir Glück haben, erst in der letzten Mission. Wirklich, aber wirklich nur, wenn wir Glück haben. Das ist ja so kacke. Wir dürfen wieder nicht mit dem ganzen Arsenal spielen. Aber gut. Leute, ja, das kann noch ein bisschen dauern, bis die fertig werden. Das kann noch ein bisschen dauern, ey. Oh Mann, Leute, aber wisst ihr was? Ich kann ja eigentlich schon mal die Jeeps da platt machen. Auch wenn die wahrscheinlich wiederkommen werden. Ne? Man macht die Jeeps platt. Ja. Ja, putz, 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 putz. Ja. Weg damit. So, Leute. Dann fahrt mal wieder hier runter. Und da kommen jetzt noch die Flammenpanzer. Wir haben ganz schönen Schaden gemacht, muss ich sagen. Die Jeeps. Gar nicht mal schlecht, ey. Gar nicht mal schlecht. So. Aber die sind nicht so teuer zum Reparieren. Das ist schon mal gut. Dick, dick. Dick, dick. Genau. Und bringen die Kohle rein. Los. Rein mit der Kohle. So. Du sollst die Kohle reinbringen. Nur mit Idioten hier zu tun, ey. Mann. So, Leute. Ja, da ist auch nicht mehr so viel jetzt. Da ist auch nicht mehr so viel jetzt. Nee, so viel habe ich jetzt wirklich nicht mehr hier oben an Geld. Und dann gegen eine vollwertige GDI-Basis. Wartet mal. Ich kann den ausbluten lassen. Oh Gott, da kommt ein Mammut. Ja gut. Lass den Mammut es versuchen. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist so ein Penner, ey. Ich sag's euch.
Es ist so ein Penner, gut. Ich lasse ihn jetzt ausbluten. Das war's. Voll auf meinen Angriff, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wieder voll auf meine Einheiten. Ja, gut. Dann kann ich den jetzt halt ausbluten lassen, ne? Ich hoffe mal, dass ich das überlebe, weil der hat schon echt einiges an scheiß Einheiten da. So, Leute. Dann hierhin los. Auf den Mammut. Direkt auf den Mammut. So, Leute. Zack. So. Und den Kampfpanzer. Und den Sammler vor allem. Den Sammler platt machen. So, lass den ausbluten hier. Ach du Scheiße. Jetzt kommt er damit einiges am BMT hier, ey. So, Leute. Einiges am BMTs. Was hat er denn da? Ein Kommando. Der Typ hat ein Kommando. Mach mal den Raketenpanzer da platt. Ach du Scheiße. Das ist schon einiges hier. Das ist schon einiges. Aber geschafft. Was zur... Oh, nur von Idioten umgeben. Wirklich? Ja, komm. So. Mach den platt. Los. Und so. Genau. Ernsthaft, Sammler? Ist der da oben einfach reingefahren? Komm mal hier runter. Komm mal hier runter, Sammler. So, dann mach immer bitte diesen Panzer da platt. Viel ist ja nicht mehr übrig geblieben, ey. Oh Mann. Ach, Leute. Ist doch nicht euer Ernst. Da ist der Sammler einfach hier oben in die Gegner reingefahren. Ach, ich könnte den so verprügeln. Ich könnte ihn verhauen, ey. Wirklich. Aber gut, das Feld hier hinten, das ist schon ordentlicher. Ordentlich was größer. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, die beiden Mammuts hier unten sind weg. Da oben hat er auch nicht mehr so viel. Und der rennt wieder durch Sibirien. Aber gut. So, Sammler, werde bitte fertig, ey. Danke. So. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach nur Gummipanzer bauen, ey. Ich werde einfach nur Gummipanzer bauen. So, dann. Einfach ein bisschen erkunden hier. Da oben hat er noch einen Sammler. Und einen Hubschrauber. Und Hubschrauber. Ja, toll. Da hat er noch einen Sammler da oben, der Penner, ey. So, das sind aber nur Manneken. So. Ja, Flammenpanzer kommt. So, dann hier. Und zack. Und zack. So. Oh Mann. Ja, ja, ich werde nur Gummipanzer bauen. Oh Gott. Ah, das schafft er nicht. Komm. Ja, bleib mal hier, komm. Dann fahr jetzt heim. So, los. Ach du Heilige, ey. Was will er denn jetzt mit dem Mammut hier? Ah, toll. Aber die Flammenwerfer ziehen gut ab von dem Mammut. Die ziehen gut ab, muss ich sagen. So. Ach du Scheiße, Leute. Was ist das für eine Mission? Aber, hey, schaut mal. Der hat jetzt keine nervigen Einheiten mehr hier rumfahren. Ist auch schon mal was. Da hat der Sack mir echt einen Turm weggenommen, ey. Obelisk, komm. Ja, wobei, nee, brauche ich eigentlich nicht nachzubauen. Da habt ihr das mal gesehen, Leute, dieser scheiß Ionenwerfer von dem. Der ist tatsächlich imstande, einen Verteidigungsturm von mir einfach mal so instant platt zu machen, ey. So. Ich habe fast keine Einheiten mehr, aber... Ja, komm. So, aber immerhin sehe ich jetzt schon ein bisschen mehr von der Basis. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Nehmen Sie das Zentrum ein. Okay. Zerstören Sie das Zentrum nicht. Ja, gut. Das heißt, mit dem Invasoren rein, alles klar. Dafür sollte ich jetzt eigentlich meine Ruhe haben beim Sammeln hier. Ne? So. Ich werde einfach Gummipanzer bauen. Oh, die Folge ist voll.
Gut, Leute, dann würde ich das mal speichern und dann würde ich mal sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.